Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Game 2. Heute schauen wir uns ein paar Spiele an, die zwar ganz gefährlich klingen, aber eigentlich ziemlich zahm und vor allem spaßig sind. Da wäre zum Beispiel Evil Genius 2, das euch mal wieder in die Haut diverser knuffiger Superbösewichter schlüpfen lässt. Los geht's aber mit Elite Dangerous Odyssey. Der beliebten Weltraumsimulation wurde ein riesiges Content-Upgrade geschnürt, was euch nun sogar aus eurem Raumschiff aussteigen und zu Fuß rumlaufen lässt. Nimm das, Star Citizen! Das Universum strahlt eine unglaubliche Faszination auf die Menschheit aus. Ein Grund dafür könnte sein, also neben der Tatsache, dass es noch voller Mysterien steckt, dass die meisten von uns niemals erfahren werden, wie es ist, den eigenen Himmelskörper zu verlassen, Schwerelosigkeit zu genießen oder gar mal einen Fuß auf einen anderen Planeten zu setzen. Ziele, die zumindest in der heutigen Zeit nicht gerade greifbar erscheinen. Also müssen wir uns anders helfen. Filme sind nicht schlecht. Alexander Gerst auf Twitter folgen ist ebenfalls eine Option. Oder eben halt Videospiele spielen. Konkreter gesagt, Weltraumsimulationen. Da gibt es ja aktuell ein paar Vertreter. Hey, psst, Guru, bist du eingeschlafen? Wir tuckern hier seit einer halben Ewigkeit durchs All. Wollen wir nicht mal irgendwas Produktives machen? Ah, sorry. Ja, ich war mit den Gedanken woanders. Du sag mal, Trant, wir haben uns noch nie wirklich gesehen. Ich hänge immer nur mit deiner Holo-Version ab. Ja, und ist das jetzt ein Problem für dich? Als nächstes wünschst du dir, auf eigenen Beinen Stationen und Planeten erkunden zu können. Ja, jetzt, wo du es ansprichst? Ach komm, du bist hier bei Elite. Wenn du zu Fuß durch die Gegend eiern willst, musst du Star Citizen spielen oder No Man's Sky. Ja, Moment. Hä? Wow. Mit Elite Dangerous Odyssey möchte das Entwicklerstudio Frontier Development Fans der Weltraumsimulation einen lang gehegten Traum erfüllen und den Pilotinnen und Piloten endlich Space Legs verpassen. Also funktionale Beine, um so abseits der Raumschiffe und der SRV-Fahrzeuge Elite Dangerous auf eine neue Art zu erleben. Aktuell ist das in Form der Alpha-Version zur anstehenden Erweiterung möglich. Das fertige Add-on soll Ende Frühling erscheinen. Die Vorabversion ist in Phasen mit verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten aufgeteilt, vom Umfang her limitiert und ja, sie besitzt noch einige Ecken und Kanten. Und trotzdem ist schon jetzt erkennbar, dass die staubtrockene und komplexe Simulation mit Odyssey deutlich mehr spielerischen Pep bekommt. Einfach mal in der Raumstation aus dem Fenster der Bahn nach draußen zu schauen und zu beobachten, wie andere Schiffe andocken oder abheben, da stellt sich durchaus ein ziemlicher Wow-Effekt ein. Aus dieser Perspektive konnte man die Weltraumsimulation noch nie auf sich wirken lassen. Für den Laien mag das ein kleiner Schritt sein, für den Elite-Fan ist das jedoch ein gewaltiger Sprung. Ein Sprung, der eindrucksvoll zeigt, wie stark sich das Spiel seit dem Release Ende 2014 weiterentwickelt hat. Aber was für einen Mehrwert bieten diese Stationen? Komm, Trant, ich zeig dir mal die Station und was man hier so machen kann. Ja, okay. Frontline Solutions ist eine Söldnertruppe. Hier kannst du dich demnächst mal einschreiben, um dich bei Fraktionskonflikten einzumischen. Mhm. Momentan stehen die Angestellten aber etwas unbeholfen rum. Das ist der Apex-Schalter, quasi ein Taxiunternehmen. In der ersten Phase der Alpha kannst du gar nicht mit deinem eigenen Schiff fliegen, sondern wirst im Taxi durch die Gegend kutschiert. Bei Pioneer Supplies deckst du dich mit Waffen und neuen Anzügen ein. Und Vista Genomics freut sich, wenn du später mal mit genetischen Informationen zur Flora, die du auf dem Planeten entdeckst, um die Ecke kommst. Hier ist ja ordentlich was los. Ich glaube, ich brauche erstmal eine kurze Pause. An der Bar! Hallo, ich hätte gern bitte eine Space Soda. Space Soda habe ich nicht. Aber ich hätte Epinephrin im Angebot. Ja, die Bar ist etwas sonderbar. Trinken kannst du hier nichts, dafür aber mit Rohstoffen und Chemikalien handeln. Was? Epinephrin klingt super. Zweimal bitte. Vollgepumpt mit Adrenalin sind Kuro und Trant voller Tatendrang. Perfektes Timing, denn es gibt einiges zu tun. In den Stationen tummeln sich zahlreiche Personen, die zu erledigende Aufgaben parat haben. Es gibt simple Reparaturaufträge, Hol- und Bringdienste oder Auftragskillerjobs. Neu ist, dass ihr um die Höhe der Belohnungen handeln dürft. Je nach Ansehen bei der jeweiligen Fraktion und eurem Verhandlungsgeschick kann das von Erfolg gekrönt sein. Wer sich nicht mit anderen NPCs auseinandersetzen möchte, nutzt stattdessen die Terminals. Die bieten einen ausführlichen Überblick über die vorhandenen Jobs und Kontakte auf der Station. Um die Bezahlung darf hier aber nicht gefeilscht werden. Koop-Missionen mit Belohnungen für alle Beteiligten gibt es in der frühen Phase der Alpha noch nicht. Kuro hat sich dennoch eine Mission geschnappt und ein Shuttle gerufen. Trant geht in diesem Fall leer aus, begleitet ihn aus Neugier trotzdem. Dann nehmen wir sie doch mal auf der Planetenoberfläche in Empfang. Wow, sieht nicht schlecht aus. Star Citizen ist zwar noch eine ganze Ecke hübscher, aber verstecken muss ich Elite Dangerous nicht. Ja, ist nicht übel, oder? Aber bevor wir loslegen, vielleicht noch ein paar Worte zu den Anzügen. Ingo?
Ja, richtig. Die Anzüge spielen natürlich eine wichtige Rolle, wenn ihr aus eurem Schiff aussteigt. Zum einen solltet ihr immer darauf achten, dass ihr genügend Saft habt, denn ansonsten verabschieden sich die Lebenserhaltungssysteme. Ist aber alles halb so wild, denn die Anzugspower lässt sich an Steckdosen in 0, nichts wieder aufladen. Alternativ pfeift ihr euch unterwegs eine Energiezelle rein. Neben dem Basisfluganzug gibt es 3 weitere Sci-Fi-Kluften für spezielle Einsatzgebiete. Aktuell dürft ihr euch aber nur den Ramlock Maverick Scavenger-Anzug überziehen. Der besitzt besonders viel Platz im Rucksack, was praktisch ist, wenn ihr auf umfangreiche Loot-Tour gehen möchtet. Praktischer Nebeneffekt: Mit dem Maverick lassen sich auch größere Gewehre mitnehmen. Davon gibt es aktuell 7 an der Zahl. Wie bei den Schiffen besitzen auch die Waffen unterschiedliche Schadenstypen. Energiewaffen sind besonders effektiv gegen Schilde. Kinetische Waffen machen am menschlichen Körper besonders viel Schaden. Der Maverick-Anzug ist aber auch deswegen eine lohnende Investition, da ihr auch gleich den Arc-Cutter mit dazu bekommt. Ein spezielles Werkzeug, um beispielsweise Paneele aufzuschneiden. Ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, denn ja, ihr könnt durchaus auch zwielichtige Aktivitäten in Elite Dangerous Odyssey ausführen. Kuro, was musst du hier eigentlich machen? Ach, mein Auftraggeber braucht Kram. Den holen wir ihm ab. Okay. Und warum sind wir denn so heimlich unterwegs? Trant, mach dir keine Sorgen. Halte lieber mal Ausschau, während ich den Kasten hier eben aufschneide. Ja, okay. Aber wir dürfen hier sein, oder? Ja, klar. Ah, hier ist es. Los, wir können abhauen. Das war ja Kinderbaby-Eierleicht. Oh shit! Schnell weg! Man sollte sich mit der Security nicht verscherzen. Einmal verärgert, jagen sie euch wie von der Tarantel gestochen durch die Basis. Zwar gehen sie dabei alles andere als taktisch oder clever vor, aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit werdet ihr in den meisten Fällen trotzdem schneller durchlöchert, als Perseverance auf dem Mars aktuell nach Bodenproben suchen kann. Aber auch ansonsten legt das Wachpersonal noch launische Züge an den Tag. So kommt es momentan vor, dass ihr auf einem Planeten landet und von einem grundlos wütenden Mob mit Hightech-Lasergewehren empfangen werdet. Aber wir sind ja noch in der Alpha, von daher hoffen wir, dass das Entwicklerteam bis zum Release die KI noch in den Griff bekommt. Genauso wie das fummelige Access-Panel, mit dem ihr auf alle möglichen Funktionen zugreift. So richtig elegant geht die Menüführung einfach nicht von der Hand. Und wieso kann im Inventar nicht die aktuelle Ausrüstung inspiziert werden? Das geht nur an Bord eines Schiffes oder an Terminals. Und überhaupt, dafür, dass die erste Phase der Alpha darauf ausgelegt ist, die Interaktion zwischen den Spielern zu maximieren, gibt es relativ wenig Interaktion. Keine Gesten oder sowas wie Voice over IP. Man kann via Textchat schreiben, sich über den Haufen ballern oder gegenseitig boxen. Das ist noch ein bisschen dürftig. Und wo soll jetzt das Teil sein? Check den Schrank da drüben. Okay, ich guck mal. Der Schrank lässt sich nicht aufboxen. Doch widmen wir uns mal einem Punkt, der sicherlich bei einigen Weltraumsimulationsfans im Kopf herumschwirrt. Der Vergleich zu Star Citizen. Hier ist es ja seit einer ganzen Weile möglich, durch Weltraumbasen oder über Planeten zu laufen. Und fairerweise sollte man auch erwähnen, dass Chris Roberts und sein Team diesbezüglich auf einem anderen Level agieren. Der Detailwahnsinn, der bei Star Citizen an den Tag gelegt wird, den erreicht Elite Dangerous bei weitem nicht. Das wird unter anderem daran deutlich, dass ihr in eurem eigenen Schiff nicht herumspazieren dürft. Steigt ihr in euer Raumschiff ein, wird der Bildschirm kurz schwarz, dann sitzt ihr auch schon im Cockpit. In Elite Dangerous gibt es keine detailliert ausgearbeiteten Planeten der Marke Microtech, Arcorp oder auch Hurston. Die Planetenoberflächen werden zwar überarbeitet und ihr dürft auch auf Himmelskörpern landen, die über eine Atmosphäre verfügen. Ihr solltet jedoch nicht damit rechnen, im Sol-System einen Abstecher auf die Erde oder andere erdähnliche Planeten zu machen. Ihr werdet mit Monden und kahleren Felsbrocken Vorlieb nehmen müssen. Der Fokus bei Elite Dangerous liegt eh beim gigantischen Universum. Aber wie lautet denn nun das erste Fazit zu Elite Dangerous Odyssey? Wir fragen mal bei Trant und Kuro nach, die sich, na klar, mal wieder an der Bar befinden. Du, sag mal Trant, wie ist denn jetzt dein erster Eindruck zur Odyssey Alpha? Ganz gut soweit. Ich sag mal so, wenn diese ganzen Zu-Fuß-Missionen das Einzige wären, was man in Elite Dangerous machen könnte, wär's etwas dürftig. Man merkt halt doch sehr, dass die nicht von Hand gestaltet wurden, sondern zum Großteil zufallsgeneriert sind. Aber sie sind ja auch nur eine Ergänzung zu den ganzen Jobs und Missionen, die man schon seit Jahren machen kann. Also Warenhandel, Erkundung, Bergung, Touristenfahrten, Weltraumkämpfe und was weiß ich. Insofern alles gut. Und das Beste ist halt die Immersion. Immer wenn ich im Ur-Elite auf einer Station oder einem Planeten gelandet bin, dachte ich, wie cool wäre es, wenn ich jetzt hier mal
einmal aussteigen und rumlaufen könnte. Ja, und genau das geht jetzt. Es fühlt sich jetzt kompletter und vollständiger an. Und bei dir? Ja, so eine Alpha ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Und gerade im Fall von Elite Dangerous fällt mir das erste Urteil nicht leicht, da wir uns aktuell nur die erste Phase der Alpha anschauen konnten. Doch der begrenzte Überblick, so ungeschliffen er auch im Augenblick sein mag, verspricht einiges an Potenzial. Mir gefällt die grundsätzliche Atmosphäre und das Spielgefühl, auch wenn das wirklich fummelige Inventar nervt und die KI noch ausbaufähig ist. Es gibt für das Entwicklerteam also noch einiges an Feinschliff zu erledigen. Trotzdem glaube ich, dass das Odyssey-Add-on das Universum von Elite Dangerous sinnvoll erweitern wird. Okay, Feierabend. Entschuldigung, bringen Sie uns bitte 2 Epinephrin. Was auch immer das ist, ich nehm's. Das Adrenalin. Quasi. Das heißt, wir rasten komplett aus. Kann man ja gut gebrauchen. Moin Leute, herzlich willkommen zu den News. Sicherlich habt ihr auch den momentan großen Hype um Pokémon-Karten mitbekommen, der viele zu Verzweiflung oder aber auch zu einer Menge Geld bringt. Markus hat dazu bereits ja ein Video aufgenommen, könnt ihr mal reinklicken. Aber auch andere Spiele-Franchises haben sich mittlerweile zu krassen Wertanlagen entwickelt, unter anderem Super Mario. Eine nahezu perfekte Version des NES-Klassikers Super Mario Bros. Wurde für umgerechnet knapp 555.000 Euro über den Auktionstisch geschoben. Diese Summe bricht den bisherigen Verkaufsrekord für ein Videospiel um Längen. Den stellte erst letztes Jahr im Juli Super Mario Bros. 3 auf, das für umgerechnet etwa 130.000 Euro den Besitzer wechselte. Der Verkäufer hatte das Spiel zum Release 1985 zu Weihnachten bekommen und legte es in eine Schublade, in der es die letzten 36 Jahre überdauert hat. Dagegen sind die Preise für Super Mario 3D All-Stars ja schon fast lachhaft. Gerade mal ein paar Tage nach Verkaufsstopp findet man es auf eBay für schlappe Summen zwischen 100 und 2000 Euro. Aber keine Sorge, auf bestimmten Seiten bekommt man es gebraucht auch für die üblichen 50 bis 60 Euro. Horrorfans, aufgepasst! Das Warten auf den neuen Resident Evil Teil Village dauert euch zu lange? Kein Problem, denn dafür haben wir die perfekte News für euch. Ihr müsst euch aber beeilen. Noch bis zum 11. April ist es möglich, eine Multiplayer-Beta des kommenden Online-Spiels Resident Evil Reverse zu spielen. Zumindest, wenn ihr den 8. Teil bereits vorbestellt habt. In Reverse schlüpft ihr im Deathmatch-Modus in eine der bekannten Rollen der Reihe und müsst euch gegen 5 andere Spielerinnen und Spieler durchsetzen. Der Clou: Seid ihr gestorben, kehrt ihr als rachsüchtiges Monster zurück und könnt so auch nach dem Ableben noch mitmischen. Die Stärke eurer Bestie hängt davon ab, wie viele Virenproben ihr in Menschengestalt eingesammelt habt. Wie würden unsere Hände aussehen, wenn sie sich im Laufe der Zeit perfekt an Game Controller angepasst hätten? Interessante Frage, oder? Diese Frage hat sich auch die Website Slotwise gestellt und gemeinsam mit Controller-Experten ein spannendes Modell entwickelt. Tja, und das Ergebnis seht ihr hier. So könnten unsere Hände aussehen, wenn sich die Evolution auf Controller und Gamepads spezialisieren würde. E.T. lässt grüßen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich verzichte da lieber. Und da kommen ja auch schon eine Menge News angerannt. Und da ist er, der Ticker. Luke, wir müssen verschieben. Schon wieder. Nachdem der eigentlich für 2020 angekündigte neue Teil der LEGO Star Wars Reihe aufs Frühjahr 2021 verschoben worden war, hat Entwickler T-Games auf Twitter nun auch diesen Release-Zeitraum gestrichen. Ein neues Veröffentlichungsdatum für The Skywalker Saga gaben sie dabei noch nicht bekannt. Endlich eine Erfolgsgeschichte. Naoki Yoshida, Producer und Director von Final Fantasy XIV, hat bekannt gegeben, dass sich seit der Premiere 2010 mehr als 22 Millionen Spielerinnen und Spieler gesammelt registriert haben. Zwar zählen dazu auch alle, die sich die kostenlose Demo runtergeladen haben, dennoch hat sich das japanische MMORPG nach schwachem Start zu einer Erfolgsgeschichte gemausert. Den Göttern sei Dank! Das Action-Adventure Immortals Phoenix Rising bekommt seinen dritten und somit letzten DLC mit dem Titel Die verlorenen Götter. Ab dem 22. April kann man sich unter anderem über neue Nahkampftechniken, Verbesserungssysteme und Storyinhalte freuen. Singleplayer-Action. Die Half-Life 2-Mod Neo Tokyo, die 2012 an den Start ging, ist jetzt auch als Standalone kostenlos im Steam-Shop erhältlich. Leakfield. Diverse Leaks deuten darauf hin, dass Battlefield 6 bereits im Mai erscheinen könnte. Angeblich mit Naturkatastrophen, die die Maps während der Multiplayer-Schlachten verändern. Publisher Electronic Arts hat die vermeintlichen News bis Redaktionsschluss weder bestätigt noch dementiert. Warum klein, wenn's auch gigantisch geht? Der Raumfahrt-Software-Ingenieur Michael Pick hat eine 178 cm breite und 76 cm hohe Nintendo Switch-Konsole gebaut. Das Gewicht des Monstrums? Schlappe 30 Kilo. Das Beste daran, das Teil funktioniert auch noch. Das 650-fach vergrößerte Unikat bringt dazu eine 4K-Auflösung und voll funktionsfähige Riesentasten mit sich. Okay, zugegeben, kompetitive Spiele wären damit aber eher nix. War ja zu erwarten. Die E3 wird auch dieses Jahr digital stattfinden.
Vom 12. bis zum 15. Juni könnt ihr euch frei zugänglich gemütlich von zu Hause aus die Events der Publisher und Entwickler geben. Darunter schon bestätigt einige große Namen wie Nintendo, Microsoft und Capcom. Jetzt haben wir noch eine Kleinigkeit für euch. Basti hat sich nämlich das Hack and Slay Near Replicant Version 1.22 bla bla angeschaut und euch eine kleine Preview mitgebracht. Bitteschön. Die Frage, die ich am häufigsten zu Near Replicant gehört habe, ist, was ist das denn jetzt überhaupt? Weil irgendwie keiner kann es so richtig einordnen. Und deshalb einmal kurz als Erklärung. Es ist irgendwas zwischen Remake und Remaster vom ersten Near-Teil. Und dabei handelt es sich dann auch noch um die japanische Version. Hierzulande hatten wir nämlich nur Near Gestalt. Da gab es einen älteren Herren als Hauptcharakter. Und bei Near Replicant gab es einen jüngeren Hauptcharakter. Als kleiner Disclaimer noch dazu, ich habe den ersten Teil nur ganz kurz angespielt, bin also kein Experte, was das Spiel angeht. Und dementsprechend frisch sind so meine Eindrücke jetzt nach ein bisschen mehr als 10 Stunden vom Spiel. Und ich muss sagen, gerade wenn man Automata gespielt hat, hält Near Replicant da jetzt nicht so ganz mit. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu erwarten, weil es halt schon sehr nah sich an diesem Original aufhält. Und gerade sowas wie die Kämpfe, aber auch das Level-Design oder das Quest-Design ist schon noch ein bisschen altbacken im Vergleich. Gerade weil man sehr viel Laufstrecken hat. Man wird irgendwie sehr viel zwischen den Quests hin und her und immer wieder durch die gleichen Gebiete gejagt. Das Coole, was ja auch Nier Automata so ein bisschen ausgemacht hat, ist, dass man so verschiedene Perspektivwechsel hat, dass man hier eben auch so ein bisschen Bullet Hell dabei hat, nicht nur den klassischen Dungeon-Hack-and-Slay-Kram, den man sonst so kennt. Es ist aber stellenweise auch ein 2D-Plattformer, dann springt die Kamera so ein bisschen auf die Seite und das ist irgendwie ganz nett, aber es ist halt eben auch nicht so ausgereift, wie nachher bei Automata das der Fall war. Was ich auf jeden Fall auch sagen kann, ist, dass die Geschichte in der ersten Spielhälfte sehr, sehr langsam vorangeht und relativ wenig passiert, was so wirklich aufsehenerregend ist. Und deshalb habe ich mich jetzt auch so durch diese ersten 10 Stunden so ein bisschen schleppen müssen. So ähnlich wie bei Automata glaube ich aber, dass da noch irgendwas dahinter schlummert. Man hat diese Welt zu diesem Zeitpunkt einfach noch gar nicht so richtig gerafft, was da jetzt eigentlich Phase ist. Es gibt so einen kurzen Prolog, der so ein Ausblick ist, dass irgendwie die Welt in eine Apokalypse gestürzt wurde. Dann gibt es einen Zeitsprung. Plötzlich ist man in eher so einer Fantasy-Mittelalter. Alter Welt, da so ein bisschen die Geheimnisse herauszufinden, das ist schon irgendwas, was einen antreibt, aber es ist gerade einfach noch sehr schwer zu greifen, weil einem das Spiel relativ wenig davon zeigt. Allerdings sind einige Charaktere sehr cool. Gerade so dieses Buch, das einem an die Seite gestellt wird, das Grimoire Weiß, das hat halt irgendwie immer so einen smirky Kommentar auf den Lippen und keine Ahnung, sorgt halt für so ein bisschen Witz und lockert auch so stellenweise einfach das Geschehen auf. I suppose that was to be expected. Und was bei so einer Neuauflage natürlich auch nicht ganz unrelevant ist, ist, wie es denn jetzt letztendlich aussieht. Und zumindest von den Gebieten, über die ich bis jetzt reden darf, kann ich sagen, dass es technisch alles eher ziemliches Mittelmaß ist. Also es ist definitiv besser als das Original, das damals schon sehr, sehr hässlich war und sehr verwaschene Texturen hatte und sehr leer war. Das ist jetzt alles ein bisschen schöner, aber man darf echt nichts Krasses erwarten. Was ich aber abschließend sagen kann, weshalb ich jetzt immer noch irgendwie gehuckt bin, natürlich mache ich das auch für einen Game-2-Beitrag, aber ich habe auch generell Bock auf das Spiel, weil es halt stellenweise immer noch so ein bisschen das Potenzial durchschimmern lässt. Da sind immer wieder so Momente, die halt einfach genial sind. Sei es rein von dem Stil her, dass du in irgendein Gebiet kommst, dass es irgendwie spannend aussieht, irgendwas dir hinwirft, irgendeine Maschine oder sowas, die in dieser Welt einfach gar keinen Sinn macht. Das macht einen irgendwie neugierig, aber genauso die spielerischen Elemente, die dann doch immer so ein bisschen für Abwechslung sorgen. Und selbst bei so kleinen Gesprächen sind manchmal so Fitzelchen dabei, die dich so neugierig machen, dass man denkt, oh shit, okay, jetzt will ich schon irgendwie auch wissen, wie es vorbeigeht. Ich glaube, ihr solltet zu meinem Beitrag einschalten, der dann hoffentlich in 2 Wochen ready ist und wo dann meine Eindrücke auch final sind. Bis dahin werde ich einfach mal wieder in meinen Keller verschwinden und weiterspielen. Spätestens seit der Killerspieldebatte ist bewiesen, Menschen, die Videospiele spielen, sind von Grund auf böse und vor allem an Waffen, Gewalt und der Weltherrschaft interessiert. Komisch ist allerdings, dass man in den meisten Games trotzdem eine Heldenfigur spielt. Zum Glück gibt es Spiele, die es besser wissen. Strategielegende Dungeon Keeper ließ euch zum Beispiel ein tödliches Verlies vor dümmlichen Helden verteidigen. Evil Genius 2 geht einen ähnlichen Weg, verlagert das Ganze aber in eine geheime Basis mit Bond-Flair, in der man allerlei Möchtegern-Agenten ein qualvolles Ende bereitet. Die Grundidee ist also schon mal super. Müssen wir nur noch schauen, ob die Umsetzung da mithalten kann. Wenn auf einer versteckten Insel Scheinfirmen eröffnet werden, um die Existenz einer geheimen Untergrundbasis zu verschleiern, wenn fiese Supergenies hinter verschlossenen Türen an großen Weltuntergangsmaschinen arbeiten und das kein Geheimnis für euch ist,
gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder ihr habt ziemlich außergewöhnliche Hobbys oder, und das ist noch viel wahrscheinlicher, ein neues Evil Genius ist erschienen. Ganze 17 Jahre nach dem ersten Teil und rund 7 Jahre nach dem eher semi-beliebten Facebook-Ableger Evil Genius Online ist genau das jetzt passiert. Der neueste Teil trägt den Namenszusatz World Domination und weil seit dem Vorgänger ja einige Zeit ins Land gegangen ist, fangen wir mal ganz vorne an. Wie sein Vorgänger auch ist Evil Genius 2 ein Strategieaufbauspiel im Stile von zum Beispiel Dungeon Keeper oder Two Point Hospital. Nur, dass ihr eben kein Krankenhaus errichtet, sondern eine versteckte Untergrundbasis mit Labors, Trainingsräumen und natürlich fiesen Fallen aus dem Boden stampft. Bevor ihr euch aber ans Werk macht, gilt es, zwei Entscheidungen zu treffen. Von welcher Insel aus wollt ihr nach der Weltherrschaft greifen und, noch viel wichtiger, mit welchem bösen Genie? Um's kurz zu fassen, für welche der vier Figuren ihr euch entscheidet, hat nur bedingt Auswirkungen auf den Spielablauf. Jeder Schurke oder jede Schurkin verfügt über ein paar individuelle Fähigkeiten, erwartet aber nicht, dass sich das Spielgefühl von Bösewicht zu Bösewicht grundlegend verändert. Auf dem Weg zur Weltherrschaft hat eben jedes fiese Genie mit denselben Problemen zu kämpfen. Und damit die eure Pläne zur Machtergreifung nicht torpedieren, ist topmotiviertes Personal natürlich Pflicht. Auch wenn das bedeutet, dass selbst der gewiefteste Chefschurke zu besonderen Mitteln greifen muss. Eure Böshaftigkeit, ich habe keine Lust mehr. Denn die Ausstattung ist scheiße. Ich habe seit Jahren keinen Urlaub mehr gehabt. Und die Frauke, die piesert mich die ganze Zeit. Ja, haben Sie mal versucht, mit der Frauke zu reden? Reden? Natürlich habe ich mit ihr geredet, aber das bringt doch alles nichts mehr. Ich werde kündigen. Nee, das machen Sie nicht, mein Freund. Ich habe eine gute Lösung. Hallo, Alfred? Ja? Schicken Sie mal einen der Handlanger rein. Welchen, Sir? Egal, einen davon. Sind alle doof. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal. So, Sie haben... Und? Ich liebe meinen Job. Ich bin so dankbar für diese Chance. Oh, Entschuldigung. Da habe ich mich anstecken lassen. Weiter im Text. Einem zufälligen Angestellten eine Bleifüllung zu verpassen, erhöht temporär die Arbeitsbereitschaft der anwesenden Kollegen. Zumindest in Evil Genius 2. Und auch wenn unserem Menschenfreund Maximilian hier natürlich das Wohl eines jeden Schergen und einer jeden Schergen am Herzen liegt, muss auch er feststellen, so ein temporärer Boost ist hier und da echt nützlich. Die Arbeitseinstellung der Schergen ist von Haus aus nämlich nicht immer die beste. Me? I repair things, prevent breakages, turn things off and on again. Grundlegend kontrolliert ihr eure Handlanger nicht direkt, indem ihr einer bestimmten Person konkrete Aufträge zuteilt, sondern sorgt nur dafür, dass genügend Wissenschaftler, Techniker und Arbeiter auf der Basis sind. Stoßt ihr dann zum Beispiel ein Forschungsprojekt an oder platziert ein Überwachungspult, das besetzt werden muss, entscheidet das Spiel, welcher Handlanger sich um die entsprechende Aufgabe kümmert. Zumindest in der Theorie. Es kommt nämlich immer mal wieder vor, dass sich offensichtlich niemand verantwortlich fühlt, obwohl doch eigentlich ausreichend verfügbares Personal auf der Basis ist. Research has been paused. Wenn das Forschungsprojekt wegen solcher KI-Probleme ins Stocken gerät, kann das nerven. Vor allem, weil es auch nicht viel bringt, bestimmten Arbeitern Prioritäten zuzuteilen. Und weil man deshalb immer mal wieder das Gefühl bekommt, eigentlich alles richtig gemacht zu haben, es auf der Basis aber trotzdem nicht absolut rund läuft, kommt schon mal etwas Frust auf. Research has been paused. Naja, während das Forschungsprojekt so vor sich hinstottert, hat man immerhin die Zeit, den Arbeitern beim Werkeln zuzusehen. Der charmante Comic-Stil passt nämlich mindestens genauso gut zu den überzeichneten Figuren wie der gelungene Soundtrack und die Zwischensequenzen. Ja gut, die sind vielleicht etwas lieblos aneinander gehackt, aber das ist unserer Meinung nach auch kein Drama. Unser Tipp also, schaut euch einfach mal ein bisschen in der Basis um. Es gibt nämlich einiges zu entdecken. Zum Beispiel diese auffällig unauffälligen Erscheinungen hier. Was die wohl machen? Herzlich willkommen zu Was bin ich? Der Sendung, in der Sie Berufe kennenlernen, die Sie begeistern werden. Was bin ich? Ein heiteres Berufsraten mit Trant. Willkommen, meine Damen und Herren, bei Was bin ich? Heute mit unserem Kandidaten Jens J. Jensson. Er arbeitet als wissenschaftlicher Handlanger beim bösen Genie Dr. Demolition. Guten Tag. Hallo.
Und neben mir Platz genommen hat mittlerweile Herr Alf Gent. Was der beruflich macht, verrate ich natürlich noch nicht, denn das soll Herr Jensson mit ganz wenigen Ja- und Nein-Fragen versuchen herauszufinden. Doch bevor er beginnt zu fragen, möchte ich Sie bitten, machen Sie doch mal eine Bewegung, die zu Ihrem Beruf passt. Vielen Dank. Und nun, Herr Jensson, die erste Frage bitte. Deute ich Ihre Bewegung richtig, dass Sie sich vielleicht irgendwo heimlich einschleichen müssen? Ja. Haben Sie vielleicht noch mit geheimen Informationen zu tun? Doch, top secret. Ja, eigentlich schon. Hatte ich einen Verdacht. Da tun Sie sich keinen Zwang an, lösen Sie bitte. Maurer. Maurer? Da bist du völlig bekloppt oder was? Ich bin Agent. Ich hab einen Hut auf. Also wie dumm ist der Typ, Alter? Sau dumm. Ja, so ist das halt mit Versagern. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, was bin ich? Guten Abend. Ja, dass diese Jungs und Mädels hier Agenten sind, fällt wohl so ziemlich jedem auf den ersten Blick auf. Nur nicht dem eigenen Personal. Das ignoriert Eindringlinge nämlich so lange, bis ihr als Chef mit dem Finger drauf zeigt und glasklar sagt, was zu tun ist. I demand that intruder be located and captured. Die Agenten gefangen zu nehmen und zu verhören, sieht übrigens nicht nur witzig aus, es ist auch eine wichtige Mechanik. Für erfolgreich durchgeführte Fragestunden mit Kitzeleinlage gibt's nämlich Berichte. Und die sind nötig, um auf der Weltkarte Missionen durchführen zu können und so zusätzliches Geld zu verdienen. Und davon hat man als böses Genie ja bekanntlich nie genug. A scheme has succeeded. Trotz netter Nebenverdienste sind wir mit der Weltkarte nicht so richtig warm geworden. Das liegt zum einen daran, dass das wenig spektakuläre Icon-Geklicke recht schnell eintönig wird, zum anderen an der Argwohn-Anzeige. Jede Mission sorgt für eine bestimmte Menge Argwohn im entsprechenden Gebiet. Und ist die Anzeige voll, ist der Auftrag gescheitert und alle investierten Ressourcen sind weg. Das kann eine ganze Menge Zeit kosten. Da freut man sich doch, dass es eine Vorspultaste gibt. Und wo wir gerade schon den Finger auf dem Knopf haben, spulen wir auch direkt zum Fazit. Dass Evil Genius 2 trotz einiger KI-Probleme und recht unspektakulärer Missionen auf der Weltkarte ein sehr solides Spiel geworden ist, dürfte Aufbaustrategen schon mal freuen. Vor allem Neueinsteiger bekommen eine ganze Menge zu bauen, zu planen, zu koordinieren und, aufgrund des äußerst charmanten Looks, auch zu gucken. Wer den Vorgänger gespielt hat, wird sich aber möglicherweise mehr spielerischen Fortschritt gewünscht haben, als Evil Genius 2 tatsächlich liefert. Und auch, dass einige aus dem Vorgänger bekannte Prozesse etwas versimpelt wurden, könnte dem ein oder anderen Hardcore-Strategen übel aufstoßen. Ist das zweite vollwertige Evil Genius also die von manchen Fans des ersten Teils erhoffte Revolution? Nicht wirklich. Kann man trotzdem Spaß haben? Auf jeden Fall. Evil never sleeps. Das war's auch schon wieder mit Game 2. Aber wir wären ja nicht eure allerbeste Gaming-Show, wenn wir euch nicht mit einem Tipp ins Wochenende entlassen würden. Und zwar ein Rezept für bombastische Bohnensuppe von Rosa kocht grün. Bohnen sind super, das solltet ihr euch ruhig mal gönnen. Mm, aber vor dem Essen das Abonnieren nicht vergessen, sonst schlägt's auf den Magen. Reingeschauen, wiederhauen.